Cannabis gegen Krankheit. Seit März gilt in Deutschland ein Gesetz, das es ermöglicht, medizinisches Cannabis zu verschreiben. Dabei geht es nicht um Kiffen auf Rezept, sondern um Hilfe für schwer erkrankte Patienten. Bei Multiple Sklerose etwa ist Cannabis schon länger im Einsatz. Nun auch bei Parkinson? Professor Peter Urban ist Neurologe am Hamburger Asklepios-Klinikum. Einer seiner Patienten, der 83-jährige Ali Asghar Karimpour. Seit 12 Jahren leidet er an Parkinson und nimmt seit einigen Wochen nun Cannabis. Auf eigene Faust. Zusätzlich zu den Medikamenten, die er ohnehin einnimmt. Mit seinem Arzt spricht er darüber. Was hat sich dadurch verändert? Beim Schlafen konnte ich gut schlafen. Das Schlafen hat sich gebessert, ja. Und auch bei Appetit. Appetit hat sich verstärkt, ja. Und Schmerzen. Und die, auch wenn chronische Schmerzen da sind, dass sich das positiv dadurch beeinflussen lässt. Da es dem Patienten mit dem Cannabis offenbar gut geht, hat sein Arzt nichts dagegen einzuwenden. Grundsätzlich sei er aber bei der Verschreibung von Cannabis zurückhaltend, sagt Professor Urban. Zu unsicher sei da noch die Studienlage. Eine Haltung, die sein Berliner Kollege Georg Ebersbach teilt. Dort, wo quasi wissenschaftlich korrekt gegen Placebo, also gegen ein Scheinmedikament getestet wurde, dort hat man eigentlich nie eine spezifische positive Wirkung von Cannabis gefunden. Also was fehlt, ist im Grunde genommen eine wirklich wissenschaftlich stichhaltige Untersuchung zu Cannabis bei Parkinson. Dennoch, die Ärzte erkennen an, dass es einzelnen Patienten dank Cannabis offenbar besser gehen kann.